Gern würde ich mal ein Video machen zum Thema Drogen online erwerben bzw. Drogen übers Internet beschaffen. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf der Suche nach möglicherweise Jugendlichen, die in diesem Bereich Erfahrungen machen konnten oder mussten, wie auch immer. Thema Jugendliche, die in eine Sucht gerutscht sind, beziehungsweise die durch das Angebot im Internet relativ einfach zu Stoff gekommen sind und so eine Sucht entwickelt haben. Ich würde mich freuen, wenn, sofern ihr denn jemanden kennt, der das betrifft, ihr mich anschreiben würdet unter suchtfreiheit@gmx.net. Es geht um eine Journalistin, die eine Anfrage gestartet hat und die jemanden sucht, beziehungsweise die Probanden sucht, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Idealerweise, sage ich jetzt mal, idealerweise wären die aus der Schweiz. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht ganz einfach, denn nach wie vor sind die meisten meiner Zuschauer aus Deutschland, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ich was hören würde oder lesen, auch wenn es aus Deutschland ist, damit ich das Thema für mich selber mal aufgreifen kann, weil ich hab selber natürlich keine allzu großen Berührungspunkte mehr mit der Thematik. Ich weiß aber, dass auch die ganze Online-Geschichte, also die Online-Gang-Geschichte und so vor allem auch in Corona-Zeiten ein riesiges Suchtpotenzial barg, dass sich Leute innerhalb von wenigen Stunden massivst bis zum finanziellen Ruin verschuldet haben. Und dieses ganze Thema Online-Vernetzung und Online-Beschaffung von Substanzen und Angebote kriegen, vor allem auf, ich sag mal, auf Kinder- und Jugendlichen-Plattformen, da möchte ich mich noch ein bisschen mit der Thematik befassen, weil das habe ich ein Stück weit verschlafen. Und genauso haben meiner Meinung nach auch die Angebote das Ganze bisher noch nicht auf dem Radar, ich sage jetzt nicht verschlafen, denn es ist ja noch nicht etwas, was es schon seit hunderten Jahren gibt. Es ist etwas, was sich immer mehr entwickelt und jetzt aber doch halt mal die Schäden davon langsam aber sicher zutage kommen. So oder so ist es, zumindest in der Schweiz, nicht selbstverständlich, dass Einrichtungen da sind für Jugendliche, die noch zu jung sind für einen Erwachsenenentzug. Ich möchte das mal so erwähnen. Ein Entzug ist eine Traumatisierung. So oder so. Es ist körperlich eine Strapaze, es ist psychisch eine Strapaze. Man legt ein Stück weit oder vielleicht sogar ganz komplett seine Autonomie ab und begibt sich in professionelle Hände, wenn ich das mal so sagen darf, oder in menschliche Hände, wie ich es eigentlich lieber sagen würde, denn hinter den Professionen stecken Menschen. Also die Fachperson ist im Endeffekt ein Mensch. Und wenn auf der menschlichen Ebene agiert wird, kann dieser Entzug auch durchaus meiner Meinung nach eine wertvolle Zwischenstation sein. So oder so, es fehlt an Angeboten für beispielsweise 12-, 13-, 14-jährige Süchtige. Es fehlt meiner Meinung nach auch oft an Angeboten für psychisch belastete 12-, 13-, 14-Jährige. Ich höre immer wieder, dass die in die Erwachsenenpsychiatrie kommen und möglicherweise ist es zum Teil wirklich besser, dass sie überhaupt oder gut, dass sie überhaupt irgendwo Behandlung finden, aber ich denke, diese Angebote, die für die Erwachsenenpsychiatrie und vor allem für Entzüge gedacht sind oder bestehen oder ausgelegt oder ausgerichtet sind, die sind nichts für Kinder und Jugendliche. Denn stellt euch vor, falls ihr Kinder habt oder denkt an euch selber, wenn ihr mit 14 Jahren oder 13 Jahren plötzlich in eine Institution kommt, wo ihr nicht einfach so raus könnt, wo ihr gewissermaßen euch einordnen müsst und ihr habt den ganzen Tag mit relativ
deftigen Vögeln zu tun. Ach so, möglicherweise sogar Großdealern oder möglicherweise wirklich schon sehr, 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 sehr kaputte Konsumenten und so, die schon seit 40 oder 50 Jahren ihre Sucht frönen. Das schockiert, das traumatisiert. Ich denke auch für Erwachsene ist ein Entzug kein Zuckerschlecken, aber wenn man dann als Kind noch in eine Therapie kommt und eigentlich oder in einen Entzug kommt und eigentlich dort sein Seelen beziehungsweise die Seele gesunden lassen sollte, Körper, Seele und so weiter, und man da zusätzlich traumatisiert wird, das kann Spuren hinterlassen. Und darum hoffe ich ganz fest, dass sich in dieser Richtung politisch auch was tut. Allgemein. Einerseits herrscht ein Stück weit Weltuntergangsstimmung, andererseits erlebe ich, wie so viele Projekte wirklich von Bedeutung irgendwie doch zur Sprache kommen. Zumindest hier in der Schweiz, wo ich merke, dass Versorgungslücken auch in der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Jugendlichen in die Volljährigkeit, ins Erwachsenenalter hinein wieder Angebote ausgebaut werden. Und das stimmt mich optimistisch, sage ich mal. Ich hoffe, dass dies alles nicht aufgrund eines, wie ich erwarte, Regimewechsels dann alles von einem Tag auf den anderen über Bord geworfen wird. Ich arbeite selber persönlich mit Freunden, Freundinnen und auch in meinem Verein daran, Versorgungslücken zumindest in der Schweiz hier zu füllen. Und das ist sowas wie eigentlich ist es mein Beruf geworden, obwohl ich es gar nicht, doch Beruf, es ist meine Arbeit, wäre falsch gesagt, aber Berufung, das passt eigentlich ganz gut. Ich gebe mich da rein, ich werfe mich da ins Zeug, sondern in diesem Zusammenhang übrigens auch für die Leute, die wirklich gerne mal was spenden würden, würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich über jede Spende, die man über PayPal mir zuschicken kann oder allenfalls auch über die IBAN. Ich mache da aber nicht so gern Werbung, denn ich denke, die Leute, die mit mir direkt Kontakt haben und die das Bedürfnis haben, was zu spenden, die finden mich, beziehungsweise da kommen wir in Kontakt. Aber ich habe nichts dagegen, auch mal überrascht zu werden, ganz klar. Wie dem auch sei, es ist heute also ein Video, das nicht primär, wo es nicht primär um eine Thematik geht, obwohl ich natürlich jetzt loslegen könnte und noch irgendwas erzählen, aber ich mache lieber bald wieder ein Video. Dies soll so eine Art Aufruf sein. Also Aufruf, ich bin auf der Suche nach Jugendlichen, die Erfahrung haben mit Online-Kontakten zu Dealern, beziehungsweise die in Social Medias auf Leute getroffen sind oder was auch Avatare von mir aus auch, die dann ihnen Drogen gekauft haben und die dadurch dann möglicherweise sogar eine Sucht entwickelt haben. Wenn die Leute noch aus der Schweiz sind, ist es optimal, aber ich würde mich auch freuen über einen Erfahrungsaustausch, mal angefangen per E-Mail, denke ich, und dann später vielleicht auch per Telefon. Und würde mich glücklich schätzen, wenn ich da was von euch hören würde. Ihr dürft das Video auch gern weiterleiten, falls ihr jemanden kennt, der möglicherweise jemanden kennt und so, dann schickt doch den Link weiter, und damit ich das Ganze ein bisschen breiter gefächert ist. Ich bin ja nicht wirklich ein großer Fisch hier auf YouTube und da habe ich nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen unterstützt werde in puncto Publicity. Gut, das war's für heute. Heute mal ausnahmsweise nichts zu meckern und nichts zu kritisieren am gesellschaftlichen, obwohl es meiner Meinung nach genug gäbe. Hab mich gefreut, dass ich wieder mal in die Kamera sprechen durfte, und es freut mich, wenn es euch auch freut, dass es mich freut. Und bevor ich jetzt aber ganz abdrifte, halte ich lieber die Schnauze und drücke auf den roten Knopf. Bis bald.